Frau Schwarz. Wir haben immer wieder die Erkenntnis, die größte Zahl von sexuellen Übergriffen passiert in den deutschen Familien. Oh. Das ist das größte Problem. Und nicht die Übergriffe, die Sie nennen. Also wenn ich meine Zeitung gucke, was da so alles passiert. Realität, Realitätstätigkeit. Das ist eine völlig andere Realität. Nein. Da sind 1% der Bevölkerung Flüchtlinge von 90% der Delikte. Darf ich mal gerade jetzt die Gemüter ein bisschen beruhigen? Schauen Sie sich das Bild bitte mal an. Haben Sie gerade mit Ihrem Satz reflexartig die größte sexuelle Gewalt passiert in deutschen Familien? Mag sein. Die größte Zahl der sexuellen. Ja, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Ist ja wahr. Das bewiesen ist es nicht. Das war Köln. Das war Köln. Wir haben heute noch mal telefoniert. Über 600 ermittelte sexuelle Übergriffe. Ihre reflexartige Reaktion zu sagen, das größte Problem ist die sexuelle Gewalt in deutschen Familien. Machen Sie nicht gerade mit solchen Sätzen AfD-Wahlkampfhilfe par excellence reflexartig dran zu tun? Ich kenne viele Familien, an denen ist an dem Tag die Diskussion über Flüchtlinge gekippt. Nein, also ich muss erstens sagen, nach allem, was ich weiß im Vorlauf von Köln, ist es nicht das erste Mal. In den Jahren davor gab es das genauso, solche Gewaltübergriffe. Es war vielleicht nicht in der genauen Zahl, aber es gab sie vorher. Frau Schwan, was macht es das besser, wenn es das schon mal gab, wenn wir jetzt wissen, dass es vor allen Dingen Nordafrikaner waren, wenn wir jetzt wissen, dass ein SPD-beeinflusstes Polizeipräsidium mit einem SPD-geführten Innenminister nach vielen Jahren Statistiken so gepflegt haben, dass es nicht publik wurde, dass es erst an die 1000 Fälle bedurfte, um das ans Tageslicht zu bringen, was Sie jetzt ans Tageslicht bringen, nehmen Sie sagen, das gab es schon immer. Da müssen Sie sich doch entscheiden, was war denn? Nein, also ich habe nicht nachgeprüft, wie die Statistik war zu Köln. Ich habe nur gelesen, dass die Aufregung darüber losgegangen ist, als man es den Flüchtlingen zugeordnet hat. Und wenn Sie von Realitätstüchtigkeit sprechen, dann bitte ich darum zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen der Realität gibt. Ich bemühe mich darum, sie so fair und so klar wie möglich zu sagen. Und ich will überhaupt nicht jetzt irgendwas wegschieben. Aber wenn wir die Gewalttaten nur auf Ausländer schieben, Entschuldigung, muss man und nicht auf das, was in Deutschland selbst passiert, dann gucken wir schief. Ich zeige noch mal dieses Bild. Wenn die SPD in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus diesem Bundesland, eins gelernt hat, dass man mit pädagogischen Statistikpflegereien nicht weiterkommt, sondern dass man damit, Herr Altmaier, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, dass man damit das Geschäft der AfD betreibt. Selbstverständlich. Gut. Wir dürfen niemals irgendetwas verharmlosen, was mit Gewalt zu tun hat. Wir haben immer wieder Erkenntnis der die größte Zahl von sexuellen Übergriffen passiert in den deutschen Familien. Das ist das größte Problem und nicht die Übergriffe, die Sie nennen.